Die Arbeitsbedingungen sind katastrophal. Ich finde, wenn man schon bei Tieren von Produktion spricht, finde ich es einfach nur pervers. Es sind Lebewesen und sowas produziere ich nicht. Und dass Menschen dermaßen ausgenutzt werden, bloß damit irgendwo ein Kilo Fleisch für 4,50 Euro in einem Supermarktregal liegt, weil jeden Tag etwas davon auf den Tisch muss. Also ich bin seit ungefähr 7 Jahren entspannte Veganerin. Und wenn wir jetzt mal in diese Schwingungsrichtung wieder gehen, was ich vorhin erzählt habe von dem Bruce Lipton. Stell mal vor, diese Tiere, die haben nie das Licht gesehen. Die haben nie herumspringen können, wie man das manchmal auch bei Kühen auf den Feldern sieht oder bei anderen Tieren. Die haben kein natürliches Futter bekommen, sondern es ist alles silomäßig. Sie leben zusammengepfercht im Dunkeln mit einer Ernährung, die für sie nicht wirklich gemacht ist. So, und jetzt erinnern wir uns daran, ob sich eine Zelle öffnet, weil sie sagt, ah, ja, oder ob sie sagt, oh, Gift für mich.